und ich bin so, ey, na, Es wird gay und es wird cool und lustig und sexy und spannend. Ja. How to erstes Mal gay sex, bin insecure as fuck. Es wird wehtun. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Hey. Mit Meg und mir. Ich bin der Boyfriend. Wir haben letzte Woche mit einem Couple Q&A gestartet und es waren einfach so viele coole Fragen dabei. Deswegen haben wir gesagt, wir schenken euch noch einen zweiten Teil. Und los geht's! Und los geht's! Hat Mick auch so ein Sixpack wie du? Was ist da die Frage? Ja. Wow, gemein. Ich finde es so interesting, weil erstmal habe ich noch gar kein Sixpack, aber zweitens ist es auch bei uns, finde ich, so interessant, weil unsere Körper einfach so unterschiedlich mega geformt sind. Ja. Erstmal ist ja mein Oberkörper 8 Meter lang. Aber mir ist es so, ich habe halt mega breite Schultern und lege halt an der Brust mega schnell zu, aber habe dann weirdly shaped. Du bist hier so ganz, ganz schmal und ja, dachte, hier hast du noch ein bisschen mehr. Es ist so richtig weird. I don't know. Weil es so, ich habe einen weirden Körper. Wo wollt ihr leben, wenn ihr alt und labbrig seid? In Potsdam. Auf Ibiza. Nee. Hä? Ich will nicht auf Ibiza leben. Nicht ich könnte mir schon vorstellen, später irgendwo zu leben, wo es im Winter immer noch 23 Grad ist. Naja, globale Erwärmung. Potsdam. Ich bin eine Blume, ich brauche Wasser und Sonnenlicht, damit ich gedeihe. Arbeitet ihr lieber zusammen oder getrennt an eigenen Projekten? Ich glaube, bei mir ist es, ich arbeite sehr gerne zusammen und ich glaube, du brauchst aber immer noch so deine eigenen Sachen, nichts mit mir zu tun haben. Dadurch, dass meine Sachen immer größer geworden sind, hat mich das natürlich auch mehr eingenommen, deswegen war ich jetzt bei BMA nicht so sehr. Ja, vor allem, so weil du ja auch immer regelmäßig Sachen hast, das heißt, du arbeitest ja eh durchgängig und ich habe immer diese Großprojekte. Dadurch ist es auch zeitlich einfach nicht mehr möglich, dass wir so stark zusammenarbeiten. Aber wir arbeiten gerade tatsächlich an unserem ersten eigenen gemeinsamen Projekt, was nur zwischen uns beiden ist. Wie? Es wird gay und es wird cool und lustig und sexy und spannend. Ja. Stay tuned, ich glaube, es wird richtig, richtig nice. Ja. Richtig nice. Schon mal vom anderen gedacht, boah, siehst du heute hässlich aus. Nee. Komm. Nee, habe ich wirklich noch nie, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, in the moment auch noch nie gedacht, als ich dich gesehen habe, aber ich hatte schon mal so Frisuren, wo ich gedacht habe, not so, my favorite. Ich finde so rückblickend auf Fotos, wenn man die anguckt, dass man so dacht, so sah der früher aus irgendwie, aber... Aber dann denke ich mir auch ganz oft, look at you, how should I think that? Thank you. Likewise. How to erstes Mal gay sex? Bin insecure as fuck. Oh, das ist eine süße Frage. Oder? Also. Bereite dich vor. Such dir jemanden, der sich Zeit lässt. Es wird wehtun. Also du brauchst wirklich jemanden, der Such rangeht. Ich glaube, bei uns beiden war es ganz cool, weil du schon ein bisschen mehr Erfahrung hattest als ich. Und dadurch war es... Ja. Ja, was gut, weil wenn du zwei hast, die keine Ahnung haben, ist der eine so, ich pack mal jetzt rein, ne? Und der andere ist so, ja. Aber ich finde so wie trotzdem voll wichtig, es wird diesen Überdehnungsschmerz am Anfang geben, so. Und das, darüber wird viel zu wenig geredet. Ja. Und der tut weh, und der tut mindestens 30 Sekunden weh, und du denkst, das ist der schlimmste Schmerz und alles ist in dir kaputt, aber danach tut's nicht mehr weh. Aber vielleicht, wenn du passiv bist, könntest du vielleicht mit einem Toy oder sowas, es gibt ja genug Seiten, wo man Sextoys sich anschauen kann und kaufen, was du dann vorher schon mal benutzen kannst, dass du... Ja. Und duschen. Also innen und außen. Ja. Gut. Gab es für euch mal so eine typische Fanfiction-Situation? Und wenn ja, welche? Wenn sie nicht zu privat ist. Haha. Du sagst mir mal erst zu, ich will es zuerst hören. Nein, ich kann es so erzählen. Musst du live reden. Oh Mann, was? Wo diese eine vom Studio was von dir wollte und alle gesagt haben, die will was von dir. Und du so, hä? Nein. Und dann alle so waren so, sie schmiedet ihren bösen Evil-Masterplan, um dich so von mir wegzuziehen. Und alle waren so, ja, das ist. Und du so, nein. Und das war so schon so Fanfiction-Konstellation. Aber, to be honest, ich muss sie jetzt wirklich mal redeem, weil ich hatte ja danach noch mal mit ihr gequatscht und das war wirklich nicht... Ihr habt euch da auch voll reingesteigert. Wow. Weil ich glaube, würde ich so einen Thread sehen, der ist jemand, wo ich das Gefühl hätte, der würde sich an dich ranmachen und meine Freunde würden mich noch darin bestärken, dann wäre ich auch so, she need to go. Aber es war wirklich nicht so dramatisch, das wirklich nicht. Welche Eigenschaft hättet ihr gerne, die der jeweils andere hat? Deine Sozialisierungsskills. Dass du so keine Hemmung hast, in Situationen reinzugehen mit Menschen und Leuten. Ob es Telefonie ist, ob es Party ist, ob es einfach Leute ansprechen ist. Ja. Ich hätte gerne dein... Ich will mal was nehmen, was ich nicht schon so oft gesagt habe. Ich hätte manchmal gerne deine logische Schlussfolgerung, was so Dinge angeht. Weiß ich auch nicht.
es gibt so ein Problem, weiß ich nicht, mit dem Herd und ich bin so, und dann ist Nick so, ja, durch den Unterdruck ist jetzt dies und das passiert und dann was auch immer und ich bin so. Mein Herd passiert nichts mit Unterdruck. Ja, was weiß ich, aber es ist ja auch, seht ihr, das meine ich und dann bin ich so, oh. Und es liegt aber wirklich nicht daran. Ich bin weg. Nicht dumm. Ja, bin ich auch wirklich nicht. Bin ich nicht, oder? Nein. Ja. Aber manchmal denke ich mir auch so, dusselig vielleicht, aber nicht dumm. Dafür bin ich wirklich gut, ich kann mir voll gut so Sachen merken und ich bin richtig gut in Sprachen und so, komm. Ich hab auch, bin ich so richtig in Defense Mode. Ja, bei mir, ist es so, du sagst mir 3 Zahlen und ich kann mir die keine 10 Sekunden lang merken, weil mein Gedächtnis einfach für Zahlen 1, 9, nicht empfänglich 3. ist. So. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Extrem intelligent. Ich bin so gewohnt daran, nicht gut mit Menschen umgehen zu können. I'm fine with social distancing und allein sein. Ich glaube, im Leben ist es leichter, wenn man gut mit Menschen umgehen kann und ein bisschen dümmer ist. Aber ich habe das Gefühl, es passiert so viel Scheiße durch Unwissen. Es braucht, glaube ich, die Kombination von beiden. So, du brauchst intelligente Menschen und dann brauchst du aber auch gute Social Skill Menschen, die das miteinander verknüpfen. Ja. MyLabs ist so ein Fusionsmensch, die beides gut kann, aber ich glaube, das ist halt so super selten irgendwie. Wenn ihr zusammen ein Frühstück wärt, zum Beispiel einer das Essen, einer das Getränk, was wärt ihr dann? Du wärst, glaube ich, auf jeden Fall so ein Smoothie. Ja. Ja. Ich wäre immer. Ich wäre so ein geiles Brot, Fett, Butter. Und eine halbe Zwiebel obendrauf. Zum Frühstück ist das größte Disgusting. Nee, hä, das will ich nicht mal immer. Als Beilage irgendwie in deiner Nähe sein. Das esse ich immer. Doch, du wirst Nutella-Brot. Ja, wow. Butterbrot mit Zwiebeln und Nutella-Brot. Passt super zusammen. Bestes Frühstück. Na und? Ja. Wir lieben das Exotische. Wer von euch hat zuerst "Ich liebe dich" gesagt? Ich. Ja? Ja. Weißt du es noch? Ja. Würdet ihr für einen Tag im Körper des jeweils anderen leben? Wenn ja, was würdet ihr tun? Nee. Doch. Nein, will ich nicht. Warum nicht? Dann wüsste ich ja alles, was so in deinem Kopf vorgeht und so. Ich finde das voll spannend. Also ich würde es machen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, dann hat man sich ja nichts zu erzählen mehr. Dann weiß ich ja schon alles und kann mich so genau reinversetzen in alles. Dann gibt es ja kaum noch Austausch und Spannung. Hä? Das ist doch nur für den einen Moment. Alles, was danach wieder passiert, siehst du doch. I don't know. Was würdest du machen? Ich würde es einfach mal richtig spannend finden, deinen Körper zu haben. Hm. Und einfach, weiß wenn ich Sex nicht. Sex haben, einmal mit getauschten Rollen. Zum Beispiel oder... I don't know, einfach so durch den Tag gehen in deinem Körper, einfach wissen, wie sich so alles anfühlt, ob, weiß ich nicht. Ja, viel Spaß mit meiner Plan so. Ja, nein, weiß ich nicht, wie es für dich ist, auch wenn du Sport machst, wie dein Körper reagiert, wenn du was isst, wie du Sachen schmeckst, wie du Sachen siehst, wie langweilig du mich findest und wie toll ich dich finde. Oh Gott. Was könntet ihr einander nie verzeihen? Fremdgehen. Ich glaube, ich könnte dir sogar Fremdgehen vielleicht verzeihen. Nice. Hey! Wenn es aus irgendeinem Grund passieren würde und du würdest es mir erzählen, sofort, dann... Und es gibt irgendeine Begründung, die ich nachvollziehen kann, dann könnte ich es dir vielleicht verzeihen. Ich könnte es, glaube ich, nicht verzeihen, wenn du es einfach planst, weißt du? Wenn du jetzt sagst, okay, ich merke schon die ganze Zeit, ich finde die Beziehung eigentlich scheiße und dann passiert es und du wusstest, dass es passieren würde. Wenn es so eine Affärensache ist oder so, die schon so länger parallel laufen würde. Ja, aber nicht mal, dass du öfter fremdgegangen bist, aber es ist halt so ein Flirt-Game, was auch immer und du weißt schon, dass es passieren würde. Das, glaube ich, könnte ich dir nicht verzeihen. Aber wenn es jetzt so eine Drunk Night ist, was auch immer, aus irgendeinem, oder wir zoffen uns so richtig und dann bist du voll besoffen, was auch immer, dann wüsste ich nicht, ob ich es dir verzeihen könnte. Don't do it. Aber ich glaube, Fremdgehen ist immer eine Grenze und sobald die überschritten ist und du merkst, du kommst damit davon und die wird verziehen, dann hindert dich nichts daran, die Grenze wieder zu überschreiten. Und ich finde, das ist halt so die größte Respektlosigkeit, die du jemandem gegenüberbringen kannst. Ich finde, das ist halt so, jeder definiert Beziehung für sich selber, aber so wie wir Beziehungen definieren und so, ist das halt so Teil der Abmachung, die man eingeht, wenn man sagt, dass man exclusive ist. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich wäre natürlich verletzt, aber ich könnte damit eher klarkommen, wenn du mir sagst, hey, ich fühl's einfach nicht mehr, weißt du, aber dann wärst du zumindest ehrlich. Ja. Und ich glaube, es würde mich einfach so hart verletzen, wenn du mir das nicht sagen würdest, weißt du? Welche Schwäche von deinem Partner liebst du? Ich mag's, wenn, das ist voll gemein, aber ich finde immer, wenn du mal heulst. Oha! Du gehst ja schon ziemlich selbstbewusst durchs Leben und ich finde es einfach menschlich, da so Schwäche zu sehen. Unangenehmes Thema! Ich weiß, ich glaube bei dir, aber es ist keine Schwäche, es ist eher eine Stärke, wie du mit deinen Schwächen umgehst. So, und das finde ich halt eigentlich cool. Also, keine Ahnung, es gibt ja so Leute, die so das von sich wegschieben und so überspielen und so auf perfekt machen, aber ich finde so, dazu zu stehen, dass man nicht perfekt ist, ist voll. Findest du? Ja. Oh, danke. Ich habe das immer so krass unterdrückt. Ich habe immer
Also ich habe meiner Mutter nie erzählt, dass ich in der Schule zum Beispiel gemobbt wurde, wenn ich einen dummen Spruch gedrückt bekam oder so. Ich habe immer so getan, als wäre das nicht so, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte das einfach nicht so mit meinem Bild von mir selber oder so vereinbaren, obwohl es offensichtlich passiert ist. Und deswegen ist das so voll, aber eigentlich eine Verbesserung. Das ist cool. So, das war das Ende von unserem großen Couple Q&A. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Und das ist jetzt auch offiziell wohl das Ende des Pride Months. Wenn ich das letzte Video zu dem Thema rausgehauen habe, dann ist auch Pride Month zu Ende. Offiziell ruft die Schwul-Community an. Kostas hat gesagt, Pride Month vorbei. Tschüss. Tschüss.